Emmericherinnen und liebe Emmericher, wir stehen vor einem Osterfest, das in diesem Jahr völlig anders verlaufen wird, als wir es eigentlich in der Vergangenheit gewohnt sind. Heute ist Gründonnerstag, morgen Karfreitag. Es finden keine Gottesdienste statt, es finden leider auch keine Familienbesuche statt. Wir haben immer noch die Kontaktsperre. Es werden auch keine Osterfeuer dieses Jahr veranstaltet werden können. Auch das sind einschneidende Maßnahmen, die uns direkt treffen. Wir haben bisher alle zusammen viel Geduld erwiesen. Wir haben uns alle eigentlich vorbildlich an die Kontaktsperren und an die uns auferlegten Auflagen gehalten. Wir können nicht überall einkaufen. Wir müssen uns gedulden beim Einkaufen. Das macht die Situation schwierig. Und Ostern, was eigentlich für uns alle ein wichtiges Familienfest ist, fällt in diesem Jahr eigentlich so gut wie aus. Ich darf Sie bitten, sich aber trotz des guten Wetters für die nächsten Tage an die Kontaktsperre zu halten. Halten Sie Abstand. Wir haben bisher viel Geduld miteinander aufgebracht und wir haben gemeinsam gezeigt, dass wir es als Gesellschaft schaffen können, uns an die Regeln zu halten. Insbesondere wichtig, da in der nächsten Woche ganz, ganz viele Entscheidungen wohl anstehen werden, die insbesondere auch die Kindergärten betreffen werden, die Schulen betreffen werden. Wie geht es weiter mit Betreuung und Schule? Eine wichtige Frage, die in der nächsten Woche wohl geklärt wird. Die große Diskussion, was gibt es an Lockerungen, auch da wird es wohl in der nächsten Woche die ein oder andere Entscheidung geben. Ich weiß nicht, wie sie ausfallen wird, ob wir vielleicht schon nach dem 20. April irgendwelche Dinge erfahren werden, wo es einfacher sein wird, vielleicht unsere Einkäufe zu machen, ob es der Umgang miteinander ist oder ob wir uns noch weiterhin bis zum 1. Mai vielleicht gedulden müssen. All das wird die nächste Woche zeigen. Ich darf Ihnen von hier aus und von heute eine schöne Osterzeit wünschen. Genießen Sie die Tage im Kreis der Familien, genießen Sie das gute Wetter und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.